machen wir diese Bluse. Die Idee war hier, eine Bluse so einfach zu machen, wie es geht. Und was ich ganz gut an diesem Schnitt finde, ist, dass das so ein einfacher Schnitt und man kann einfach so andere Stoff, andere Knöpfe und gleich eine ganz andere Bluse machen. Und das alles echt sehr einfach. So, erstmal schauen wir, was für Schnittänderungen muss ich machen zu meinem Grundschnitt. So, das ist mein Grundschnitt. Wer es noch nicht hat, der steht in den Links unter, wer es noch nicht geschaut hat. Ich kopiere es erstmal. Ich werde es nicht so genau machen, weil es hier nicht so praktisch ist. Aber bei euch zu Hause bitte mit einer Lineale. Und okay. Ich nehme mir jetzt eine andere Farbe, ich hoffe, das hilft zuerst mal. Und man sieht es hier ganz gut, die Ärmel fallen viel schöner, wenn die Schultern ein bisschen länger sind. So, ich würde hier nur 1 cm in der Schulter geben. Und hier, auch wegen Ärmel, weil das, der Grundschnitt ist ein bisschen mehr geschlossen, weil der ist schon vorbereitet für, wenn man keine Ärmel hat. Aber wenn man Ärmel hat, sollte man schon immer 2 cm runterkommen. So, hier ein draußen und hier 2 runter und dann einfach die Linie neu machen. Okay, und dann, ich habe auch meine Bluse 15 oder 18 cm Länge gemacht. Da solltet ihr einfach wirklich selbst schauen, bis wo wolltet ihr eure Bluse. Hier wurde einfach verlängert. Und dann hier die Knopfleiste. So, wenn ihr euch hier die Bluse anschaut, die Knopfleiste, so, die Mitte von der Bluse ist in der Mitte von der Knopfleiste. So, das bedeutet, dass in eine 2 cm breite Knopfleiste wie meine, hier in der Schnitt 1 cm ist schon da. Das ist sozusagen der erste Zentimeter und dann noch 1 cm. Und das ist, was ihr seht. So hier, diese 2 cm sind diese zwei. Eins nach innen sozusagen vom Grundschnitt und der andere nach draußen. Aber dann hat man noch der innere Teil, der innere Seite von der Knopfleiste. So, man braucht hier noch 2 cm. Und dann, wenn man es umdreht, dann, um das schon zu machen, hat man dann noch Nahtzugaben. Und ich habe meins mit 1 cm gemacht. So, ich brauche hier noch 1 cm. Genau, so hier, das war mein Schnitt. So extra Zentimeter habe ich hier 1, 2, 1, so plus 4 cm. So, wenn ihr auch eine 2 cm breite Knopfleiste wolltet, dann braucht ihr dann plus 4 cm. Vorderteil ist fertig, jetzt machen wir Hinterteil. Ich habe es schon kopiert, das war mein Grundschnitt für einen Hinterteil. Hier ist ein vordere Mitte, hochwertige Mitte, hier. Hier mache ich genau die gleiche Änderung, so, weil das muss zusammenpassen, die beiden Schultern. So, hier gebe ich nur 1 cm, hier nehme ich 2 aus, mache es wieder zusammen mit einer schönen runden Linie. Und hier gebe ich einfach auch die 15 oder 18 cm. Hier muss ich nichts machen, weil der Rückenteil ist nur ein Stück, der im Stoffbruch geschnitten sein muss. Weil die Idee war hier wirklich so einfach, wie es geht, zu machen. Gut. Dann hier noch die Ärmel. Die Ärmel muss ich nicht zeigen, weil die sind genau wie in unserem Grundschnitt. Und der Link steht auch unter. Jetzt sind alle Schnittteile vorbereitet. Das ist alles, was wir brauchen. Wir brauchen dann 2 Ärmel, ein Rückenteil im Stoffbruch und 2 Vorderteile. Und dann brauchen wir noch eine Schrägband. Ihr könnt sie im Stoff schneiden. Ich habe eine vorgefaltete Schrägband genutzt. Es war in der Fall sehr praktisch. Und jetzt kann es losgehen. So, wo fangen wir an? Wir fangen mit Schultern an Schultern. Diese Bluse ist wirklich sehr einfach. Aber vorher, um das noch einfacher zu machen,
noch vor, dass wir nähen, werden wir diese Knopfleiste schon bügeln, wie sie dann danach sein soll, sozusagen. Weil dann muss man nicht mehr bügeln, wenn wir alle Teile zusammen haben. Denn jetzt gehen wir zum Bügeleisen. So, ich habe etwas sehr wichtig vergessen, und zwar die Einlage. Die Einlage ist sehr wichtig für die Knopfleiste, um sie ein bisschen fester zu machen. Das ist schon sehr wichtig. Ich werde diese Einlage ganz vorsichtig bügeln. Sie wird mir auch helfen, wenn ich danach die Markierungen bügeln will. Einfach bügeln. Ich habe schon Markierungen gemacht, aber vielleicht kann man die nicht sehen. Genau, bis zum Ende. Das ist theoretisch 8 Sekunden mit jeder Stelle, aber dieser Stoff ist ziemlich dünn und die Eisen war auch ein bisschen zu heiß, muss ich ehrlich sein. Ich mache nur noch einmal drüber. Ich glaube, das ist fertig. Okay, dann erstmal, dann jetzt werde ich meine Nahtzugaben übergucken, sodass man den später nicht sieht. Einfach komplett umbügeln. So. Sehr gut, das sind dann meine Nahtzugaben. Und dann mache ich einfach nochmal. So. Vielleicht ist mein Eisen immer noch ein bisschen zu heiß. Das ist übrigens Innenseite. Obwohl ich finde, das wäre auch vielleicht nicht hässlich, wenn man es. Aber trotzdem ist es sicher, wenn man es. Das ist dann die Innenseite, wo man noch alle Markierungen machen kann. Soweit. So. Jetzt gebügelt. Das wird. Ups, ich hoffe, dass ihr das immer noch gut seht, weil ich habe meine Maschine ein bisschen bewegt. Dann, wir fangen dann mit der Knopfleiste. Das näht man von der linken Seite, weil ich will das immer gut sehen. Weil wichtig ist, dass das jetzt zusammen wird. Wie ich euch schon gezeigt habe, bis Nahtzugaben bei 1 cm und dann 2 cm zweimal. Für innen und draußen. Und das alles schon gebügelt, weil. Genau deswegen, jetzt ist super einfach. Fängt hier. Genau. So, am Anfang, wie immer, ein bisschen hin und zurück. Jetzt fangen wir dann an. Immer kontrollieren, ob die Nahtzugaben innen sind. Und immer hier der Abstand kontrollieren, ob der immer noch gleich ist. Nähen wir dann die Schulter zusammen. Ein bisschen hin und zurück. Ich übertreibe ein bisschen. Wenn es ganz richtig gemacht wird, und das war glücklicherweise ganz richtig, sollte hier auch nacheinander kommen. So, die Nahtzugaben sind egal, weil eine Nahtzugabe war schon, könnt ihr sehen, eins ist ein bisschen breiter als den anderen. Aber wichtig ist, dass der Punkt, wo sie dann zusammen genäht werden, dass der genau, sodass das alles schon weitergeht.
So, jetzt bin ich zurück. Ich habe ein Detail vergessen, und zwar der Abnäher. Ich habe sie jetzt schon auch festgesteckt. Ich hätte Markierungen gemacht. Wenn man es macht, so erstmal, man kann es markieren. Man kann alle Markierungen die in der Schnitt sind, sind sehr einfach auf der Stoff zu übertragen. Es gibt ein Papier. Okay, dann jetzt fange ich wieder an. Sehr gut, dann. Einfach schließen. Erstmal müssen wir überprüfen, ob der richtige ist. Ich weiß jetzt, dass der richtige ist, weil der andere habe ich überprüft. Man muss schon schauen, dass vorne, wo ich meine Markierung habe, wirklich vorne bleibt. So, erstmal stellt man der Ärmel wirklich rechts draußen. Entschuldigung, rechts draußen, links innen. Und dann macht man rein in den Loch. So dass man dann, schau mal, wenn ich mein Ärmel rechts, meine Bluse jetzt so mit links nach draußen, wenn ich das hier feststecke und das drehe, dann habe ich zweimal rechts. Die Ärmel ist rechts und die Bluse ist auch rechts. So, erstmal macht man hier runter fest. Weil hier wissen wir, dass sie da aufeinander treffen. So, und dann macht man immer weiter. Am Anfang ist es ganz einfach. Man macht dann immer weiter mit Stecknadeln. Noch ein bisschen. So, erstmal, wo man weiß, dass man nicht einreihen muss, einfach immer noch ein Stück. Und dann merkt man ungefähr, okay, das ist doch ein bisschen größer, ich muss schon ein bisschen einreihen. Aber erstmal zum Beispiel, das kommt echt drauf an, auf der Mensch. Aber meine Schultern sind leicht nach vorne. Die sind leider nicht ganz gerade, die sind ein bisschen nach vorne. Und deswegen, ich weiß, dass diese Einreihen sollte nicht in der Mitte sein, aber leicht nach vorne. So, ich mache es immer langsam, ich muss nicht viel. Deswegen muss ich mache noch ein bisschen, noch ein paar Festnadeln, bis es ist viel einfacher, wenn man nicht mehr so viel Stoff hat. So, noch hier mache ich auch noch eine. Mache es immer weiter und dann irgendwann schaue ich, ich sollte noch ein paar und dann schaue ich, okay, ich habe noch, jetzt ist ungefähr in der Mitte, von wo ich meine Mitte von einreihen will, weil ich will nicht hier, ich will es leicht nach vorne, das ist der Vorderteil. So, hier wird ungefähr der Mitte von meiner einreihen, so vielleicht kann ich sogar hier noch eine Stecknadel, obwohl ich finde, das kann man auch danach machen, weil der Trick, und war zumindest was für mich am einfachsten ist noch vor, wenn ich noch ziemlich viel habe, dann gehe ich mit Faden und
eine Kontrastfarbe, zum Beispiel gelb und Faden und eine ganz normale Nadel. Ich gehe innen, einfach innen und außen und innen und außen, innen und außen. Ich mache es mit der Hand. Einige Leute machen es mit der Maschine in einer breiteren Stich, das geht auch, aber ich mache es mit der Hand. Ich versuche jetzt euch zu zeigen. Schau mal, weil ich glaube, ich muss neu fokussieren. Das ist manuell. Wenn ich hier bleibe. Ich hoffe, dass ihr was seht. Dann ich probiere es mal. So. Ich habe mein Gelb hier. Hier ist vorne. So, schau mal. Ich habe es nur hier angefangen, ganz nah an der diese Schultern von hinten, aber vorne habe ich relativ früh angefangen, so hier ungefähr. Ich habe es angereiht und dann habe ich angefangen, ganz langsam Stecknadel zu stecken. Immer noch eins und dann der Vorteil ist, man kann immer wieder das streichen und dann ist das richtig. So. Wie gesagt, erstmal mit Gelb oder irgendwelche Kontrastfarbe einreihen und dann einfach weitermachen, ganz langsam die Stecknadel, ganz langsam. Und zum Beispiel hier vor oben, man weiß dann, dass es nicht mehr ganz gerade sein darf, dass es muss ein bisschen inzwischen, man macht ein bisschen inzwischen und am Ende dann nochmal der Gelb, ein bisschen so offen sozusagen, weil da wird dann alles ganz wieder ganz fest und jetzt, ich habe es noch nicht genäht, aber ich habe schon mit all dieser Festnadel und ungefähr den Platz, wo ich das habe, der größere Einreihenstück, habe ich schon probiert und sah gut aus. So, ich werde es jetzt genau so in der anderen Seite auch fertig machen. Jetzt werde ich nähen. Für die Ärmel nehme ich das weg. Ich fange sowieso im Unterarm an, ungefähr, und der Abstand ist dann 1,5. Okay, jetzt bin ich bereit zum Nähen. Ich fange dann ganz vorsichtig an. Gerne muss man sowieso immer sehr vorsichtig machen. Immer sehr konzentriert. Dann den Teil, der ist ein bisschen eingereiht, aber man macht es einfach ganz nochmal, ein bisschen mehr vorsichtig, zieht jetzt der Stück von unten nicht zu rutschen, einfach weitermachen. Beim Ärmel, meine Strategie ist, mich nicht so zu stressen, einfach machen. Wenn es falsch ist, mache ich das nochmal. So schlimm ist es auch nicht. Genau. Und so habe ich bis jetzt überlebt. Was fehlt, ist eigentlich nur Halsausschnitt und dann Saum und Knöpfe. Aber wir haben schon eine Bluse. Jetzt ist es eine super Zeit, um die Bluse zu probieren.
zu schauen, ob alles gepasst hat. Genau, dann jetzt machen wir den Halsausschnitt. So, ich werde echt mutiger, weil früher hätte ich das alles festgesteckt mit Nadel. Aber ich fühle mich heute sehr mutig. Ich werde gleich in der Maschine, so, sehr wichtig, rechts auf rechts sozusagen, das ist der rechts vom Bluse. Das hier ist rechts auf Schrägband, so rechts auf rechts, das ist der Teil oben ist der Teil, die sich so dreht. Und ich werde eine großzügige Teil noch draußen lassen. Das ist danach um die Anfertigungen zu machen, weil das wird dann, ich mache dann danach so und dann schaut das ganz gut aus, weil dann hat man das auch nicht mehr hier. So, deswegen. Und ich werde direkt hier schauen, wo ist der 1,5 cm, so hier. Und der Stück hier will ich da und runter. Genau, so, ich habe erstmal gemessen, so, genau so wie ich jetzt mache, einfach mit der Hand hier rum. Und schaut so aus, als es genug ist. Ich war schon großzügig, weil in sowas habe ich lieber zu viel und schneide es am Ende als zu wenig. So, hier, wie gesagt, ich bin echt ein bisschen mutiger geworden. Ich mache es einfach. Ich sehe irgendwie nicht gut genug. Okay, dann einfach vorne. Jetzt, was macht man? Jetzt, man macht zwei Sachen. Erstmal, man schneidet das ein bisschen kürzer, weil wir wollen das jetzt verstecken. So, so alle diese Stücken, die hier zu lang sind, die brauchen wir nicht. So, wir werden erstmal ein bisschen schneiden. Diese Resten sozusagen. Ich kann es auch ein bisschen so machen, dass ich mache es dann bis zum Ende. Ich zeige euch nur erstmal, was man noch macht. Weil das dann wieder drehen muss. Schau ja. Man macht auch kleinere, weil dieser Stoff, der dreht sich nochmal. So, hier, man muss einschneiden. Bisschen. Muss nicht sehr sein. Das ist eine Schrägband, das braucht nicht. Aber der andere Stoff, der braucht schon. Aber erstmal kurzer machen und dann einschneiden. Obwohl normalerweise beim kurzen machen, ich habe es vielleicht hier ein bisschen übertrieben mit kurzen machen. Neuer, wenn ich euch wäre, würde ich nicht so übertragen wie ich. Das war echt ein bisschen übertrieben. Gut, dann ich mache es erstmal fertig, dann komplett einschneiden, sodass es sich jetzt besser dreht. Und dann komme ich zurück. Dann, ich versuche euch das ziemlich genau zu zeigen, wie es jetzt geht. So, dieser ganze Faden einfach rein. Kann man danach schneiden, aber jetzt einfach rein. So, wir werden es so drehen. Und dann absteppen. Aber das hier wird dann so sein und dann drehen wir wirklich
Und dann schaut auch rein wirklich sehr schön aus. Aber dafür brauche ich das nicht so groß. Ein bisschen weniger. Ich werde ungefähr die Knopfleiste breiter machen. Und ich werde es auch leicht schräg machen. Nur minder. So dass ich das verstecken kann, sozusagen. Seht ihr, dass es, wenn ich das drehe, dass man das wirklich nicht mehr sieht. So. Genau, und dann werde ich hier nähen. Ich habe nur jetzt gerade bemerkt, das ist die falsche Seite. So, jetzt mache ich das nochmal alles. Und jetzt sehe ich, dass das wirklich nicht genug wurde. Muss noch ein bisschen so mehr schneiden. So, das ist der gleiche eigentlich, einfach innen. Hier, ich werde es dann ein bisschen schneiden. Seht ihr, weil dann kann man das ein bisschen mehr nach unten drehen, nach unten, dann so. So, jetzt werde ich das ganz genau in der Maschine stecken. So. Ein bisschen hart. Das ist eigentlich etwas, das ich sehr gerne in dieser Maschine mag. Die ist sehr gut mit härteren Stoffen. Wirklich sehr gut. Gut, dann das will ich versteckt werden. So, ich fange einfach mal an, ganz langsam. Gut. Weiter. Das ist nur der Anfang, der ein bisschen schwieriger ist, weil es so dick ist, sozusagen. Jetzt sind diese die Knöpfe. Ich habe schon die Markierungen gemacht, konntet ihr sehen, und so eine Art Pink. Ich habe mit 8 cm Abstand gemacht, aber ihr könnt es machen, wie ihr das gerne mag. Ein Trick, den man machen kann, ist einfach zu einer anderen Bluse gehen und schauen, genau wie viel Abstand ist es. Und ich werde dann, wie gesagt, diese Knöpfe nutzen, so die man so dann steckt. Einfach stecken, dann hier nochmal stecken. Ich kann euch noch zeigen, ein oder zwei, wie man das macht. Okay, dann erstmal werde ich aber meinen Saum noch drehen. Weil dann bin ich, und dann noch die Ärmel, weil dann bin ich in der Maschine fertig. Aber noch vorher werde ich meine Bluse nochmal probieren. Schon probiert, bin sehr glücklich damit, bin echt glücklich. Es ist noch viel besser, als ich gedacht habe. So, jetzt will ich das Saum machen. Das erste, das ich machen muss, ist schauen, ob es gerade ist, und der Hinterteil ist ein bisschen größer, so dass es kein Problem war, weil man fängt vorne. Das Gegenteil wäre schlimmer, weil dann würde man ein bisschen zu wenig drehen und kommt zu Mitte und es gibt keinen Stoff mehr. So, ich fange dann vorne an. Das macht man, insofern man einfach zweimal drehen.
einmal drehen und dann nochmal drehen. Einfach so. Und dann abstecken. Immer drehen. Dann einfach immer im gleichen Abstand drehen und dann mit der Hand. Einfach so. Am Anfang jeweils schon. Ein bisschen hin und zurück. Und dann einfach immer weiter drehen und dann kontrolliert. Und einfach so. Schon. Gut. Dann machen wir schnell die Ärmel. Einfach zweimal drehen. Genau das gleiche Prinzip. Da die Ärmel klein sind, ist es ein bisschen schwieriger, diese zweimal drehen. Hier muss man echt ein bisschen langsamer machen und vorsichtiger. Der Vorteil ist, es ist auch weniger zu tun. Und es schaut so aus, als dass wir zusammenfinden. Sehr gut. Hat es dann geklappt. Super, hier haben wir es auch schon. Jetzt mache ich noch den anderen und dann die Knöpfe. Und die Bluse ist fertig. Bis zu einem nächsten Video.